Und wir sind zurück hier mit dem vierten Spiel an der Mainstage, sozusagen der My Dart Coach Championship 2023. Es spielen Christopher Tondas, sicherlich einer der Favoriten auf den Titel des über 200 Teilnehmer starken Feldes 96. Hier gegen Pepe Steglich. Und neben mir sitzt jetzt Micha Wattenberg, ein ganz wichtiger Mann an diesem Tag. Er ist viel beschäftigt, denn er ist 58. Der Gründer von My Dart Coach und der Kopf hinter diesem Turnier. Ja, man rennt eigentlich nur von rechts nach links, aber bislang macht es auch ganz gut Spaß. Wir haben ein bisschen Probleme mit dem Internet, aber der Rest funktioniert einwandfrei. Also ich freue mich jetzt hier auch das Spiel mit dir kommentieren zu können und kann mich so auch mal hier 20 Minuten aus allem rausnehmen und weiß, 83. Jetzt kommt doch einfach gerade mal keiner angelaufen. Aber Kevin, wie ich gehört habe, hast du das bislang wirklich hier wieder einwandfrei gerockt. Und ich freue mich jetzt auf ein gutes Spiel. Genau wegen dieser Aussage habe ich dich jetzt hier in diese Kabine geholt, dass man einmal hier 57. ein bisschen was an Selbstvertrauen bekommt. Nein, Spaß beiseite. Also jetzt hast du hier 20 Minuten tatsächlich, in denen du dich entspannen kannst, weil ja die Tür 59. tatsächlich zu ist für alle anderen. Das ist das Gute. Christopher Tondas, ich habe es gerade schon gesagt, ist einer der Favoriten auf den Titel. Ich habe schon mit ein paar anderen hier im Raum gesprochen, die sagen sogar, ja, das ist vielleicht sogar der Top-Favorit. Würdest du mitgehen? Also ich glaube, in diesem Raum kann man nicht den einen Top-Favoriten bestimmen. Natürlich habe ich auch so ein ganz bisschen die Brille aus dem Team My Dart Coach auf. Am Ende entscheidet auch immer wieder die Tagesform über den Turniersieg am Ende. Da sind, glaube ich, für mich einige Spieler, die mit Christopher Tondas in einer Kategorie sind, wie beispielsweise ein Jannis Bremermann, Joshua Herrmann oder auch bei uns aus dem Team 44. Niklas Menz, Marvin Koch, Finn Kuciak, vielleicht auch ein Pascal Lausch bei uns aus dem Team, ein neues Talent. Ich glaube, da kann man nicht den einen Favoriten hier am Ende bestimmen. Game aber shot. Christopher Tondas hier mit dem 106er Checkout bringt sich da natürlich in eine ganz gute Position für den, ja, für den Turnierfavoriten. Aber ich glaube, der Kreis ist relativ erweitert. Aber Christopher Tondas gehört ganz definitiv an der Spitze dieses Kreises mit dazu. Und setzt tatsächlich die erste 60. Duftmarke eben mit dem High Finish gerade gesehen. Also hier im ersten Spiel Marvin Koch gegen Nico Sawatzki, der 2-1-3 verloren hatte, aber mit einem 127er Checkout einen richtig schönen Moment hatte. Also Christopher Tondas jetzt mit dem zweiten High Finish an diesem Board. Und ja, ich habe es auch schon mit den anderen Gästen hier besprochen. Das 44. ist natürlich auch ein Format, was kaum Fehler erlaubt. Also in der Gruppenphase Best of 5 Legs, First to 3. Da braucht man eben 140. immer einen sehr, sehr guten Start. Ja, also bei diesem Turnierformat, gerade in der Gruppenphase, musst du voll da sein. Der Vorteil ist natürlich, es kommen die ersten beiden aus der Gruppe weiter und auch noch einige der bestplatzierten Dritten. 92. Aber trotzdem erlaubt das natürlich extrem wenig Fehler an dieser Stelle. Ja, man muss halt schauen, dass man direkt voll da ist, gerade hier auch im 80. Streaming-Spiel. Aber das macht Christopher Tondas wirklich extrem gut, startet hier mit 18 Darts rein und ist jetzt auch schon wieder auf einem richtig guten Weg in diesem Spiel. Aber man muss auch sagen, Pepe Steglich hält gut dagegen. Also das ist hier ein wirklich 76. hochklassiges Spiel, beide scoren sehr gut. Und Tondas hatte halt eben mit dem ersten hohen Finish das Momentum auf seiner Seite. Wenn du 60. dich jetzt festlegen müsstest, wer gewinnt dieses Spiel? Dieses Spiel gewinnt Christopher Tondas. Ich glaube, weil er jetzt gerade einen guten Touch schon im ersten Leg hatte. Ich glaube, das ist immer wichtig, da schon gut reinzukommen. Gerade 100. auf die Doppelfelder da erstmal nicht viel auslassen oder gar nichts auslassen im Fall von Christopher Tondas. Erste Chance nutzen. Und das gibt ihm jetzt sicherlich das Vertrauen, hier diese Partie souverän für sich zu entscheiden. Aber du sagst es, Pepe Steglich. Ich meine, das ist ein Standard. Also von dem träume ich, ne? Ja. 76 im Average. Christopher Tondas steht bei 85. Das ist dann aber natürlich nochmal ein... Ja, eine Klasse höher, auch so das, was er natürlich an Erfahrung auch mitbringt in dieses Turnier. So, die Möglichkeit jetzt auf 58. Doppel-3 ist ein kurioser Weg gewesen. Definitiv. Ich glaube auch nicht, dass er die Triple 17 gewollt hat. Hat natürlich die 17 für Tops probiert. Hatte dennoch einen weiteren 18-Darter auf der Hand, der es jetzt nicht geworden ist. Aber jetzt die Chance für Pepe Steglich. Der ist natürlich nicht so gewollt. Stellt sich auf die Doppel-16 und auch 20. der ist leider etwas zu weit weg. So, jetzt noch entweder mal die über die 2 oder er geht direkt drauf. Er Game geht direkt Shot. Drauf. 2 von 3 jetzt auf die Doppel bei Christopher Tondas. Das war auch nochmal ein Break. Jetzt wirft er an. Spielt hier 18 und 19 Darts. Das ist definitiv nicht verkehrt. Das ist schon ein ganz guter Standard, den wir hier 57. sehen. Und auch Pepe Steglich hatte eben seine Chancen, in diesem Spiel aufs Scoreboard zu kommen. Ja, und vielleicht noch ganz kurz zu Christopher Tondas. Er ist ja auch in diesem Jahr bei der PDC Europe Super League am Start 134. und wird dort dann eben zum zweiten Mal präsent sein in diesem 24-Teilnehmer-großen Feld, hat eine Wildcard bekommen und das 43. auch zu Recht, weil er eben
in diesem Jahr früh in der Saison ein Event auf der Development Tour hat gewinnen können. Und wenn man sieht, was da so rumläuft, das ist schon ein echt großer Tag gewesen von ihm. Ja, 41. Definitiv hat damit nochmal richtig eine Duftmarke setzen können. Einer von zwei Deutschen in diesem Jahr, die bei der PDC einen Titel einfahren konnten, neben Dragoš Horvat auf der Challenge Tour. Und das unterstreicht nochmal, wie schwierig das ist und wie groß dieser Erfolg auch war. Daran versucht er natürlich jetzt anzuknüpfen. Hat auch noch ein paar weitere ganz gute Ergebnisse eingefahren. Also hat er auch einiges an Preisgeld, paar tausend Pfund mitgenommen aus den Turnieren aus England. Aber auch 100, wo die Development Tour noch so stattfand. Milton Keynes und Leicester, wenn ich mich nicht vertue. Die Klassiker. Ja. We call it the Klassiker. Ja, richtig. 60. So sieht's aus. Und auch in diesem Leg, ja, Pepe Steglich scored zwar ein ganz bisschen besser, aber momentan hat Christopher Tonas noch alle Trümpfe in der Hand. 93. Trifft mit dem letzten Dart hier die Triple 18, das war wichtig, 93 Punkte, 153 Punkte Rest und vielleicht kann er ja, wie er die Partie auch angefangen hat, sie mit einem High-Finish beenden. Wir werden es in wenigen Augenblicken sehen. Tatsächlich sieht man aber, dass natürlich Christopher Tonas hier wirklich direkt gefordert wird. Also im aber Scoring auch direkt da ist. Im Scoring tatsächlich Pepe Steglich gar nicht so viel schlechter, hat jetzt das 1-1 einfach verschenkt, das hätte er nutzen müssen, um hier wahrscheinlich Aktien zu haben, was den Ausgang der Partie betrifft. Ja, und jetzt die 41. 97 Punkte, 2 Dart Finish, das könnte es dann schon gewesen sein. Versucht Doppel 19 für Doppel 20, der war relativ weit weg, stellt sich nun tops und wenn es jetzt nicht die 143 Punkte für Pepe Steglich sind, die sind es nicht, dann gibt es Matchstarts für Christopher Tonas in diesem Spiel auf dem Streaming. 100. Und zwar 3 an der Zahl, aber gemäß der Doppelquote wird er so viele gar nicht brauchen, so viele Chancen. Doppel 10. Game Shot. 3-0, Christopher Tonas gewinnt gegen Pepe Steglich, also eine ganz entspannte, souveräne Geschichte für ihn. Micha, ich denke, du bist bald im Laufe des Turniers nochmal hier am Start und dann machen wir jetzt gleich mit Spiel Nummer 5 auf dem Streamingboard so, weiter. So, machen wir's.